So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Mit mir, dem Endgegen. So. Okay. Und er spricht mich irgendwie von der Seite an und hier ist ein Nirnwurz. Alles klar. So, Leute, in dieser Folge wollen wir uns mal aufmachen zum... Boah, guckt euch mal die Sterne an. Geil. Hier nach Ustengraf. Wartet mal, ich kann da mal kurz ein bisschen ranzoomen. Ein bisschen mehr. Ah, hier mal, hier an die Stadt, wo wir gerade sind. Ja, Moment, ist ein bisschen so. Guck mal. Ah, guck mal, wie nah ich hier ranzoomen kann. Richtig geil. Ich habe mir jetzt mehrere Mods geholt, die das Spiel Performance denke ich, vielleicht bin ich ja diese steigern, beziehungsweise das Aussehen. Guck dir mal die Sterne an. Boah, wie geil. Und oh, den Nebel da hinten. Den... Boah, es sieht so geil aus. Ehrlich. Das gesehen. Super geil. Und außerdem läuft das Spiel jetzt übelst flüssiger bei mir. Weil ich jetzt das so eingestellt habe, dass Skyrim mehr als 4 GB nutzen kann. Oder 4 GB auf jeden Fall. Eins von beiden, ja. Es ist nämlich so, dass Skyrim nur 2 GB, soweit ich weiß, nutzen kann. Ja. So, eben markiert. Und tja, das habe ich mal geändert. Und außerdem mehrere Mods dazu hinzugefügt, wie zum Beispiel, dass alles schärfer ist, dass wenn ich lade, dass die Zeit angezeigt wird. Oh, eine Spinne, eine fette Spinne, ordentlich fette Spinne, kriege ich erstmal ordentlich auf die Fresse. Nein, nicht mein Pferd angreifen, verdammte Scheiße, ich hasse sowas. Und der Sound ist natürlich wieder total verschoben, naja, egal. Ich weiß nicht, ob man das von bei euch sieht, weil ich ja alles noch hier rendern muss. Außerdem ist das Feld jetzt ein bisschen dunkler, sieht man schon. Sieht schon fast schwarz aus. Muss aber, glaube ich, noch ein bisschen an den Einstellungen fallen, beziehungsweise die Mods-Einstellungen, den Mod-Einstellungen herumarbeiten. Ah, oh, da ist ein Hase, verdammte Scheiße. Öffne dich, Hase, warte, Moment. Scheiße, das ist viel zu schnell. Wohin reite ich eigentlich? Ach, hier nach oben muss ich, ja, okay. Gut, dann reiten wir mal an dem See vorbei. Boah, ein fetter Hirsch. Huiuiui. Beziehungsweise wir reiten erstmal hier durch die Landschaft ein bisschen. Um die zu genießen. Ach, was macht der denn da? Jo, was geht? Allah. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr... Ich habe euch nichts zu sagen. Jetzt geht weiter, sonst befehle ich meinen Wachen, euch anzugreifen. Oh, befehligt er seiner Wache, uns anzugreifen. Oh, wie süß. Oh. Tja. Naja, dann machen wir es mal weiter. Auf jeden Fall verlinke ich euch mal die den Thread von GameStar, wo die ganzen Mods aufgelistet sind, in der Beschreibung. Könnt ihr euch mal durchschauen, was ihr da so findet. Weil ich finde die richtig geil, dass man zum Beispiel hier total nah ranzoomen kann. Einige Fehler hat er noch, wie man das hier sieht. Weil er das ganze Ding jetzt hier noch laden muss, ne? Das ist das Problem. Aber ansonsten sind die Mods eigentlich richtig geil, wie der Nachthimmel zum Beispiel ausschaut, oder wie gleich, wenn die Sonne aufsteigt, wie gleich ordentlich die Sonnenstrahlen hier uns blenden werden, oder einfach nur verzaubern werden, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, da vorne ist irgendwie eine Höhle oder so, oder eine Mine, ja, Steinbühl entdeckt. Da vorne ist irgendwie so ein Lager. Wartet mal, ich schau mal nach, was da so abgeht. Ob hier überhaupt Gegner sind. Yo, yo, yo. Verlassenes Lager. Yo. Ne, da liegt einer. Jesper. Ich will nur mein Auskommen haben. Ich will keinen Ärger. Ach so. Mein Geschäft gehört mir. Warum wollen andere das nicht verstehen? Junge, ich will mit dir reden. Die Mine gibt uns ein Lebenszweck. Dann nicht. Etwas, das sich viele von uns gewünscht haben. Leck mich haben. Doch. Meckert da rum, obwohl ich noch kurz ansprechen wollte. Na gut. Lalala. Ich weiß nicht. Ah, hier sind... Ich reite ja total in die falsche Richtung. Ist ja totaler Quark hier, was ich mache. Oh, da vorne ist eine Krabbe. Ach, für die steige ich jetzt nicht ab. Das ist auch lame. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich immer so, solche kleinen Exkurse mache durch die Landschaft, da ich auch mal hier irgendwelche Monster kille oder mal, wenn da irgendwie eine Höhle ist, ob ich da mal ganz kurz reingehen sollte, ob euch das nicht langweilt oder so? Oh, was ist das denn hier? Sieht sehr, sehr strange aus. Hui.
Ist das ein Grab? Kienstag-Ruine entdeckt. Sieht mir doch sehr strange aus. Absteigen. So. Das ist, glaube ich, schon eine Truhe. Ja, geil. Oh, die könnte ich wieder aufschließen. So geil, wie wir sind. Oh, nein. Das schaffe ich, das schaffe ich. Und zapp auf. Schlossknacken verbessert. Auf 18. Und, oh. Stufe aufgestiegen, glaube ich, oder? Doch nicht? Schade. Oh, sieht mir aus wie so ein Opfer, Alter. Cool. Naja, ich werde jetzt hier nicht reingehen, weil ich jetzt erstmal unbedingt diese, dieses Horn haben möchte von diesem Jag Windhofer oder wie er heißt, weil ich habe gehört, dass da irgendwie so ein richtig geiles Schwert auf uns wartet. Ich weiß nicht, ob das einer von euch geschrieben hat in den Kommentaren oder ob mir das irgendein Kumpel gesagt hat. Boah. Bei dem Spiel gibt es so viele Infos, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die alle her habe. Die Info und die Info. Naja. Jetzt laggt das Spiel dann doch ein bisschen. Ah, es gibt auch einige Mods, wo das Wasser verbessert wird. Das habe ich jetzt noch nicht drauf. Nicht wundern. Falls ihr denkt, oh, jetzt hat er so viele Mods drauf. Wieso ist denn das Wasser noch so scheiße? Ja, wie gesagt. Den Mod habe ich noch nicht gefunden. Und der Ton ist gerade wieder total weg. Ja, jetzt ist er da. So. Oh, und wir sind auch, glaube ich, gleich da. Da ist ein Viech. Da ist ein Viecher. Ustengraf entdeckt und irgendein Typ kämpft dann mit irgendwelchen Viechern. Totenbeschwörer, oh fuck it. Was willst du denn, Junge? Nein, das... Verpiss dich, Pferd. So, und... ist den hier. Nicht Pferd, aus, böse. Ich habe Angst, dass du wieder gemeuchelt wirst. Winziger Seelenstein. Totenschwörerrobe. Und Stiefel. Ja, geil, Stiefel. Wow. Huiuiui. So eine geile Scheiße. Bandit. Ach, er hat hier... die Banditen gemeuchelt, die hier... kampiert haben. Und da hat er irgendwelche Zombies aufbeschwören. Ich dachte, er kämpft gegen die Zombies. Oder was ist das hier für Glibber? Todesglockenblume. Und das hier, keine Ahnung. Boah, ich muss mich so oft räuspern. Was ist denn los? Ja, okay, hier geht's runter. Oh je. Sieht schon mal nicht gut aus. Ach, hi. Er chillt einfach nur. Falls euch wundert, was er da macht. Chillen, chillen, chillen. Gold, oh. Zaubertränke, ja klar. Nehme ich direkt mit. Großer Sack. Grüner Apfel, ja. Geil, die wollte ich immer schon haben. Ist hier drinne? Karotte, geil. Oh ja, yeah, jetzt gehen wir mal rein. Hustengraf. Der Eingang sieht schon sehr etwas komisch aus. Und hier unten links seht ihr das mit der Zeit. Ist gar nicht ganz praktisch. Hä? Wieso sind denn hier tote Banditen? Sind hier noch... Ich wette, die wurden von toten Beschwörern angegriffen. Deswegen war das auch draußen so. Da vorne sind sie auch. Ich sehe es doch. Guck, da kämpfen sie noch gegen die Banditen. Was für Säcke sind das eigentlich? Werde ich mir gleich mal vornehmen. Typ mir. Na komm! Banditen, hilf mir doch! Nein, nicht angreifen! Verdammte Scheiße! So. Nein, ich stecke fest oder sowas. Scheiße. Nein, stirb! Oh, fuck it. Schnell. Oha. Ich sterb ja fast. Okay, Zaubertränke. Was gibt's denn hier für Gesundheit? Der geringen... Ne, der kleinen Heilung. So. Alles klar, das dürfte reichen. Hä? Was ist denn mit dem hier? Das war nur irgendwie heraufbeschworener Typ. Oh man. Ist ja doof. Ich dachte, jetzt könnte ich noch ein bisschen kämpfen und dann sowas. Tss. Bienenstockhülle. Ja, geil. Nehme ich nicht mit. Zauberbuchraserei. Kreaturen und Personen bis Stufe 6 greifen 30 Sekunden lang jeden in ihrer Nähe an. Okay. Ich weiß nicht, ob uns das was bringen sollte, aber... Gucken wir erstmal hier um. Was haben die denn hier noch? Bier, geil. All dieses Bier. Stahlschwert, das macht auch nicht so viel. Ich habe ein richtig geiles Schwert gehabt. Was richtig... Fallmeer. Oh, Kacke. Rolle der Schreckenzombie. Bläht euren schwachen Toten wieder und lässt ihn sich sekundenlang für dich kämpfen. Nee. Natürlich nehme ich mit. Hat der noch einen Trank? Zaubertrank der Feuerresistenz, ja. Schon recht interessant, was sie hier haben. Aber irgendwie interessiert mich das hier gar nicht.
Da ist noch eine Ruhe. Ja, geil. Amethyst. Winziger Seelenstein. Armseliger. Armseliger. Oder ist er schon gefüllt? Das kann natürlich auch sein. Weiß ich jetzt gerade nicht. Die dunkelste Dunkelheit. Mhm. So, so. Das ist auch schon recht interessant. Wohl. So, wo sind die restlichen? Na, hier ist schon wieder toter Beschwörer? Ach so, das ist ein Dunkelelf. Boah, ich dachte schon, was ist das für ein Vieh? Was war das? Wow. Die kämpfen selber noch da. Oh, ein Draug. Geil. Anscheinend... Boah, das hört sich ja widerlich an. Anscheinend sind die ja auch irgendwo unten. Ja, die kämpfen gegen die Draug. Verdammte Scheiße, leck mich doch. Nein, nicht nochmal angreifen. Du, böse, böse. Ich bin eh kälteresistent, also lass den Scheiß. Friss das. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Geil. Dann mal schauen, was wir so machen. Ich glaube, ich mache mal Gesundheit wieder. Alles klar, dann mache ich mal auf... Nein, nicht auf Zerstörung. Nee, ist ja lame. Auf... Einhand denke ich mal wieder. Na komm. Einhändig habe ich ja schon auf 37. Das ist immer geil. Nein, ich will... So. Mal gucken. Doppelwirbel habe ich. Was habe ich hier oben? Klingenspezialist. Achso, das. Dann habe ich hier nach hinten noch... Gemetzel. Angefangen mit Kriegsechsen verursachen zusätzlichen Blutungsschaden. Kampfhaltung. Möchte eine verbrauchen weniger Ausdauer. Kritischer Schaden. Gibt sonst noch irgendwelche geilen Fähigkeiten hier irgendwie? Vielleicht ein paar schwere Rüstung. Was? Da habe ich noch nicht ausge... Na. Oder hier, das hier kann ich noch weiter steigern. Moloch. Nein, ich will nicht weg. Och. Ich wollte nur zurück. Sonst habe ich alles unter 15. Das kann ich ja eh total vergessen, was unter 15 ist. Denke ich mir mal. Ah, was ist mit Spielekunst eigentlich? Das habe ich auch so niedrig. Ich glaube, da müsste ich auch mal wieder was machen. Na gut, dann mache ich eben einhändig auf... Ne, ich mache ich auf... Halt schwere Rüstung halt ein bisschen stärker, so. Zwei. Zufrieden? Ja, okay. Verdammt, Draug, die nerven aber auch. Alter Nordzweihänder. Der hier. Feuermagier. Den kann ich... Nein, nein. So. Rolle des Schneesturms. Ziel erleiden 10 Sekunden lang 20 Punkte Frostschaden. Ja, geil. Schwebende Lichtquelle. Ja, Licht. Und ein Stab. Oh, geil. Wir haben jetzt so einen Lichtzauber bekommen. Aktive Effekte. Einhändig verstärken. Ach, ich habe diese Halskette. Talos Segen habe ich. Nicht schreie. Nein, ich will... Ach, wir haben das ja noch als Buch. Hui. Ganz vergessen. So, mal eben Buch. Dieb, Kopfgeld, Kopfgeld. Oh, mein Kopfgeld. Cool. Zauberbuch Mineralerz umwandeln. Wandelt ein Klumpen rohes Eisenerz in Silber oder Silbererz um Gold um, wenn der Zaubernde welches bei sich trägt. Nee, das ist ja doof. Kerzenschein aber. Erlernen. Gut, dann haben wir jetzt hier... Wiederherstellung oder wo ist das? Ne, Veränderung. Ah, okay. Jetzt haben wir gleich als Favorit hinzu. Und... Geil! Die schwebt jetzt die ganze Zeit bei uns rum. Das finde ich ja cool. Ja, Streitkolben. Verdammt nochmal, ich verwechsel das immer wieder. Alles klar. Sind die Säcke. Oh, was ist das denn hier? Da will ich hin. Hä? Ist das ein Spiegel oder was ist das? Ach so, keine Ahnung. Urne. Cool. Die ist leer auch. Urne, 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 Urne. Die war gerade nicht leer. Die hier. Was gibt's denn hier so geile Sachen in Urnen drin? Sieht mir recht uninteressant aus eigentlich, diese Urne, aber... Begräbnisurne, da können wir... Ah, 5 Gold.
Hier 15 Gold. Ach du Scheiße, ist das viel. Sollte aufpassen, dass ich nicht zu viel tragen tue, sonst breche ich ja von der Last zusammen. Kaniswurzel. Karusa-Eier oder so ein Scheiß. Was es hier alles für Scheiße gibt. Unglaublich. Unglaublich. Ach, hier ist zwar eh nicht voll. Leer. Da. Gold. Gold. Und gar nichts. Schön. Was gibt's denn hier? Zaubertrank. Zaubertrank. Und Begräbnisurne. Und wieder Gold. Ich bin reich. Einfach nur. Zaubertrank. Es gibt einfach so viel zu tun hier. Es sind so viele Leute einfach nur hier. Verdammt nochmal. Wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich hier lang. Oh nein. Ach, hier geht's nicht lang. Gut. Dachte schon. Ich habe immer Angst, wenn es zwei Wege gibt, dass einer von hinten kommt. Einer. Einen überrascht und so. Ihr wisst, was ich meine. Aber hier scheint ja alles in Ordnung zu sein. Hä? Wieso haben wir denn hier so eine geile Karte jetzt? Haben wir schon immer gehabt? Uiuiui. Da geht's nach Himmelsrand und hier geht's zu dem Horn. Geradeaus. Und rechts geht's wieder runter. Hä? Waren wir da schon mal? Das kann eigentlich nicht sein. Ah, Gold. Ja, wunderschön. Wundertoll ist das ja hier. Korb. Ne, Korb brauche ich jetzt nicht. Eine Kette. Ich habe hier so eine Ahnung, dass hier irgendwas hinter versteckt ist einfach nur. Wo geht's denn hier runter? Ach du Scheiße. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Nicht, dass hier mich alle verarschen wollen. Oh Gott, ich glaube, ist die Karte richtig hier? Ich weiß es nicht. Scheint mir etwas... Ach, das ist nur so ein Extra-Raub anscheinend mit 17 Gold. Verdammt nochmal, ist das geil. Kerzen scheinen wir mal hier wieder auf. Die Hand hier. Zap! Sonst gibt's hier nichts? Sonst gibt's hier gar nichts? Was ist das für ein Scheiß? Ich dachte, hier gibt's wenigstens, ein Hustler-Magazin oder sowas. Aber nein, hier gibt's gar nichts. Nur 17 Gold. 17 Gold, die kann man sich in den Popo stecken, aber mehr und nicht. Aktivieren Hebel. Hehe. Verarscht. Dachte wohl, ich sperre mich hier ein, ne? Wo geht's jetzt lang? Da lang? Okay, ich glaube, ich tue wieder meine, Fackel wieder. Nein, ach. Ich komme mit der Steuerung immer noch nicht klar. Einfach immer noch richtig scheiße. Beziehungsweise ich komm, bin natürlich scheiße, weil ich es nicht kapiere. Oh oh. Ich... Ja, unerbittliche Macht habe ich ausgerüstet, okay. Komm. Ja, klopft erstmal auf sein Schild. Ja, komm. Komm du doch her. Friss den hier und den hier und den hier. Oh nein. Kleiner Mongo, lass den Scheiß. Nein, aua. Und den hier, boah, wie viel Stufenfortschritt wir schon kriegen. Dadurch, dass wir schwere Rüstung nur einmal kurz ein bisschen mehr bekommen haben. Kriegsachs hat eigentlich auch mehr als mein Schwert, glaube ich. Wow. Der schreibt mich doch nicht so. Hier ist irgendwie so ein toter Draug. Der hat Gold, Kriegsachs. Habe ich eigentlich auch Zauber, die mich heilen? Ich glaube, ich hatte einen Heilungszauber. Yo. Heilen. Yeah. Wie schaut das eigentlich aus? Oh, cool. So. Viel besser. Zwei Schwertern. Na komm. Da hat keiner eine Chance. Ist da noch einer? Keine Ahnung. Oh, Stahlbarren, ja geil. Eisenschild kann ich auch mal mitnehmen zum Verkaufen. Da ist anscheinend das Horn oder was das ist. Dürfte ja gleich um die Ecke sein. Hallo. Keiner da? Mensch. Stahlfall, Pelz. Was will ich mit Pelzhemd? Verdammt nochmal. Will ich als Nutter arbeiten, als... Gigolo, als männliche Nutte oder was? Dafür könnte ich einen Pelzhelm gebrauchen, aber für sonst auch nichts.
Gar nichts. Oh, so. Geht noch irgendwie tiefer rein. Tiefengewölbe. Hui. Und wir haben 11:02. Ey! Verdammt nochmal. So ist es. Ehrlich, 11:02. Ihr seht jetzt, aber jetzt seht ihr auch endlich mal, wann ich den Scheiß hier alles auf, wann ich alles den ganzen Scheiß hier aufnehme. Und hier sieht's recht tief aus. Geht anscheinend noch weit runter. Tja, ja, ist ja schon geil, nicht? Oh, der hat's um 11:02 aufgenommen. Gerade als ich auf der Toilette war und Pipi gemacht habe. Hui. Oh, habe ich ordentlich einen abgesalt. Ach, hi. Na, Schätzelein? Alles klar? Da kam der Sound schon wieder so spät. Was soll denn der Scheiß? Komm, halt einfach das Maul und geh schlafen. Korundumbarren, ja geil. Nordbogen? Nee, brauche ich nicht wirklich. Aber was ich irgendwie ein bisschen komisch finde, ist, dass man, wenn man die Waffen wegsteckt, dass nur ein Schwert angezeigt wird. Ich fände das viel geiler, wenn auch noch auf der rechten Hüftenseite das andere Schwert angezeigt wird. Oder was man halt ausgerüstet hat. Wow! Aua! Verdammt nochmal! Scheißen Dreck, ey. Ich höre irgendwas und ich krieg sofort Schiss. Ich glaube, da kommt gleich einer hochgelaufen. Knochenmehl, cool. Bin mir gerade zwar nicht sicher. Ich höre irgendwelche Schritte. Muss mal vornehmen hier. Hi, da ist er doch. Wie ich gesagt habe. Wow! Ciao und nein. Danke und ciao. Wie er einfach abgeht, wenn ich einfach nur gedrückt halte. Richtig geil. Gibt's, wisst ihr vielleicht, ob es da irgendwie einen Mod gibt dafür, wenn man das halt auf der anderen Hüftenseite so ein, das andere Schwert auch gezeigt wird? Da oben läuft einer her. Ach, hier vorne kam ich, okay. Ich dachte gerade, wieso steht er denn da, wo ich gerade stand? Was war ja was vollkommen anders. Ich habe trotzdem voll Schiss, dass hier einer uns von hinten total mit der Rolle der Massenlähmung eines überbrät. Wert 500, geil. Ich nehme einfach alles mit. Alles. Ich klaue alles. Ich bin der Grabschänder hier. Schänder, Schänder, Schänder. Hier irgendein Viech sich bewegen. Also wenn ein Viech sich jetzt hier um die Ecke anschleicht, dann schreie ich einfach. Ich schreie. Ich schreie gleich sofort. Ich sag's euch. Verdammt nochmal. Ich stelle mich auf den Tisch. Dass keiner mit es mich nicht überraschen kann. Da hinten ist es. Du dreckiger Sack, ey. Verarsch mich doch nicht. Komm her, ich mach dich fertig. Ach, deine Frisur sieht aber auch schön schick aus. Oh. Ist das eigentlich diese Finishing Moves, sind das eigentlich kritische Schläge oder sind das einfach nur random Abschlussschläge, wenn der einfach nur einen Lebenspunkt hat oder total wenig? Und irgendwie kommen die nicht so oft dabei. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Oh, Käse, ob das wirklich... Nein, der Käse ist zu schwer, es kann nicht mehr laufen. Scheiße. Dass es wirklich daran liegt, dass es ein kritischer Treffer ist. Verdammt nochmal, jetzt kann ich echt nicht mal laufen, weil der Käse zu schwer ist. Leck mich doch im Arsch. So, die guten Waffen müssen jetzt hier liegen bleiben und ich kann auch nicht mehr viel aufnehmen. Aber so muss es sein. Ach, Hauptsache nur noch die Wirbelsäule und Kopf. Geil. Lecker. Lecker, lecker. Wo sind wir denn jetzt hier? Da... Ach, hier war es verschüttet, okay. Oh Mann, jetzt muss man den ganzen... Ich hätte einfach die Steine wegräumen können. Wir haben uns total viel Zeit gespart. Ich habe Angst, dass hier Fallen sind. Oh, wieder dieser geile Hebel. Oh, joi, joi. Na, ich glaube, hier können wir schon durch. Eben schnell speichern. Nein. Ich will das Tor hier aufmachen. Was soll denn der Scheiß? Kann ich irgendwie hier durch? Aktivieren Kette. Ja, wie geil ist das denn? Beziehungsweise wie komisch ist das denn? Truhe. Gold und winziger Seelenstein. Ach, jetzt kann ich vielleicht irgendwas verzaubern oder entzaubern. Oh, jetzt habe ich den Dolch aufgenommen, egal. Ja, mal schauen.
Verzauberung, wähle einen Gegenstand zum Zerstören aus, um dessen Verzauberung zu erlernen. Oder kombiniere einen Gegenstand, eine Verzauberung und einen Seelenstein, um einen magischen Gegenstand herzustellen. Verzaubern, nein, entzaubern wollte ich erstmal vielleicht gucken. Nein, doch nicht, noch nicht ganz weg von dem, Teil da. Entzaubern, sowas habe ich denn. Diadem der geringen Magitschka. Zerstören, ja. Ihr habt den Magitschka, Entschuldigung, wegen Magitschka. Ich sage es einfach, weil man nicht Magika nennt, sondern Magie einfach. Okay, du hast die Magika Verstärkung, Verzauberung erlernt, den du diesen Gegenstand zerstört hast. Yeah, Verzauberung verbessert. Huiuiui. Ja, diesen Ding ist das völlig behalten. Okay, das kann ich dann alles jetzt verzaubern. Ah, ich habe den Zauber drauf. Magie verstärken. Steigert Magie um 20. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was bringen sollte. Weil ich Magie ja eh nicht so viel brauche. Also lasse ich den Shit. Oder warte mal, ich konnte ja den, die Halskette, die konnte ich ja... Aha, die konnte ich ja zerstören. Ja, klar. Okay, das mache ich mal. Ich zerstöre die mal eben. Okay, jetzt kann ich einen Gegenstand meiner Wahl halt verstärken. Ich glaube, ich nehme meinen meinen Stahlhornhelm und den verzaubern. Wähle einen Gegenstand, eine Verzauberung und einen Seelenstein. Verzaubern nehme ich. Nein, ich möchte einen dann nehme ich eben Magie verstärken. Toll. Oder worauf kann ich denn eine nicht verstärken? Das finde ich ja etwas doof. Lass mich mal kurz ein bisschen rumprobieren. Ich hoffe, das stört euch nicht. Einhändig verstärken. Ah, okay. Nein, darauf auch nicht. Ist ja scheiße. Auch nicht. Auf meine Stahlrüstung vielleicht. Auch nicht. Meine Stahlsteinstiefel einhändig verbessern. Ja, super. Und ein Seelenstein. Winziger Seelenstein habe ich. Und jetzt auf R, oder? Oder umbenennen. Stahlstiefel. Einhand. Was macht man mit einem mit einer Hand? Was macht man mit einer Hand? Was macht man mit einer Hand? Ich weiß nicht ganz genau. Was macht man denn so ordentlich mit einer Hand? Keine Ahnung. Tut mir leid. Ich weiß nicht. Mir fallen auch nur skurrile Namen ein für Sachen, die einfach nicht existieren. Oder die total skurril klingen. Nein, verdammt nochmal. Ich hab's gleich, Moment. Ja, jeder, der diesen Stiefel trägt, ist besser im Umgang mit jedwedem Ding, was man einhändig bedient. Hä? Ich will... Ich wollte mich ja verarschen, oder? Ich glaube, die wollen mich verarschen, ehrlich. So eine Scheiße. Steifel. Steifen. Verstanden? Steifen. Nein, immer noch nicht. Ehrlich. Kann ich einfach so umbenennen? Ah, so geht das. Okay. Jetzt kapiere ich das. Einfach Enter drücken. Entschuldigt die kleine... Er will nicht schreiben. Er will nicht schreiben. Er will nicht schreiben. Er will einfach wirklich nicht schreiben. Eine Frechheit. Ich nenne einfach so. Alles klar. Herstellen, ja, klar. Endstiefel. Errungenschaft der Kunst kommt von Können. Cool. Bekleidung. Sehr, jetzt will ich aber den Scheiß endlich mal ordentlich umbenennen hier. Oder was habe ich für... Die hier, kann ich die... Die kann ich jetzt natürlich nicht umbenennen. So eine Scheiße. Leck mich doch einfach, Umbenennungssystem. Fick dich. Jetzt habe ich die Endstiefel. Ich wollte die Mütze-Glatze-Stiefel haben. Obwohl Stiefel eigentlich nichts mit der Hand zu tun haben, aber trotzdem. Naja, ja, ja, ja. Egal, egal.
Oh, was macht denn der Hebel? Wow! Scheiße! Verdammte Drecksbiester! Ey, schreck mich doch nicht so! Aua! Und zapp! Boah, hab ich mich erschreckt, ey. Oh, was macht denn der Hebel? Hui! Kommt plötzlich die Viecher raus. Das war aber jetzt nicht der Auslöser, oder? Hat der Hebel jetzt gemacht? Ach, der hat das da hinten gemacht. Oh. Tja, ihr seid wohl nicht so schlau gewesen, als dass ihr das hier weiter hinten nach hinten versteckt hattet. Oder wieder irgendwo anders versteckt hättet. So schlau sind sie jetzt auch nicht, die Leute. Nee, nee. Der kam hierher, okay. Ja, was mich mal interessieren würde, wo man jetzt, woran man jetzt wirklich Eisenadern sieht. Es gibt zwar auch eine Mod, wo die hervorgehoben werden, aber das sieht dann irgendwie ein bisschen kacke aus, fand ich. Weil das sah auf dem Screenshot so aus. Könnt ihr mal irgendwie sagen, woran man das sieht? Einer hat irgendwie in den Kommentaren geschrieben, dass ich total viele übersehen hätte oder so. Deswegen frage ich mich das. Oh, geht's denn hier lang? Hi, ein Trollschädel. Ja, geil. Oh, ja. Sonst gibt's hier nichts Geiles? Nee. Scheiße. Weg hier.